So, Freunde der Sonne, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur, back am Start. Wenn auch vielleicht nicht, in allerbester Verfassung. So wirklich interessant ist es für die allermeisten von euch, aber eh nicht, da der Fokus heute zu guter Letzt wohl auf den Slot liegen wird. Und genau zudem kann und werde ich euch mit dem 50er eben auch begrüßen. Wobei man schon sagen muss, dass ich euch in der gesundheitlichen Verfassung wohl kaum auf ein neues begrüßt hätte. Mal mindestens nicht ohne Veröffentlichung von Midas Golden Touch 2. Irgendwie kann und möchte ich euch bei meinem 11. Versuch jetzt aber doch mitnehmen, wenn auch vielleicht mit weniger Worten. So wirklich relevant ist es für die meisten von euch aber eh nicht. Genau deswegen widmen wir uns jetzt auch gleich den Slot. Ich kaufe mal bei Midas Golden Touch nämlich Freispiele. Wobei man schon sagen muss, dass es hier auch ein paar Upgraded Spins gibt. Die sind zu guter Letzt aber doch nicht so interessant, wie man glauben wird. Ich sehe das aber eben im Laufe des Videos. Ich meine, wir schauen uns einfach an, was hier alles so geht. Funktionieren tut der Slot ja mal ein wenig anders. Ich bekomme anhand von Scatter nämlich nicht reguläre Retrigger, sondern bessere Multi-Wells. Ich bräuchte immer 3 Scatter für 2 Respins und einen besseren Faktor auf den garantierten Wild. An sich könnte man einen Faktor bis zu 32x bekommen. Auf einen solchen wäre das eigentlich dann auch immer ein recht großer Gewinn, weil sich unterschiedliche Multiplikatoren nur addieren. So gesehen ergibt sich zu guter Letzt natürlich auch der Maximalgewinn. Ich meine, gewinnen kann man hier nur bis zu 15.000x, wobei die Betonung halt wirklich auf bis zu liegen sollte. Ich meine, diese 15.000x kann und wird man kaum bekommen. Auch nicht mit einem 32er Faktor. In der Theorie wäre das aber mal der Maximalgewinn. Wobei ich im ersten Anlauf kaum was davon sehe. Ich starte mit einem Minusbonus. Wahrscheinlich sogar mit einem ohne Retrigger. 2 Tore werde ich im letzten Spin nämlich kaum kriegen. Oder eigentlich nicht bekommen. Ich starte halt mit einem Minusfeature, wenn auch vielleicht mit keinen übel schlechten. Ich meine, ich habe einen 5er bezahlt, bekomme 4-1 zurück. Dass das schlechter ginge, wissen wir glaube ich alle. So wirklich gut ist und bleibt es aber auch so nicht. Wobei ich vom zweiten Bonus kurz mal ein paar Unterschiede zwischen dem Original und der Demo erläutern wollte. Es gibt jetzt bei Thunderkick nämlich auch Replays. Die kann man sich logischerweise auch anschauen. Wobei das erste in meinem Fall wohl kaum der Rede wert ist. Ich meine, wir gehen stattdessen einfach mal über zum zweiten Bonus. Ich kaufe mal da einen für 10. Dann vielleicht noch einen für 10 und dann schauen wir einfach, was sich heute so alles ergibt. Ich wünsche mir in jedem Fall mal ein etwas besseres Feature. 14 oder gar 16x, wenn man recht, beziehungsweise 16 oder 32x, wenn man recht. 14x gibt es ja gar nicht. Wobei man in den allermeisten Fällen fast schon garantiert 4x bekommt. Und ich bräuchte dafür 3 Scatter in 8 Spins. Das an sich klingt nicht nur wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch wahrscheinlich. Wobei man in den Eisenbeinen versuchen, halt ganz und gar nichts davon spüren. Ich krieg bilderbuchmäßig nichts. Weder Hits noch Retrigger oder relevante Verbindungen. So langsam wird's aber auch so interessanter, wobei ich Midas Golden Touch 2 jetzt auch nicht übertrieben interessant finde. Das ist halt höchst gesagt eine Kopie mit einem anderen Funktionsmechanismus bei den Multis, sonst ist und bleibt es aber das gleiche. Wir haben dieselben Symbole, wir haben meinem Gefühl nach auch dieselbe Volatilität und wohl auch ähnlich viele Retrigger. Im Original sieht man die nämlich auch sehr selten und naja, in der Neuauflage wohl auch. Ich habe in den ersten beiden Freispielen nämlich nichts. Aufgrund dessen kann und werde ich mich jetzt doch einmal an ein paar Upgraded Spins probieren. Ich drücke jetzt 10 für 300 durch. In den Upgraded Spins habe ich logischerweise eine viel höhere Chance auf den Bonus. Eine solche könnte sich sehen lassen. Tut sie. Aber doch nicht. Mal mindestens noch nicht. Ich noch 2 Spins über. Im ersten kriege ich nichts. Dem letzten auch nicht. Naja,
Was nicht ist, kann in der Theorie ja auch noch werden. Ich gehe auf den 200er. Ich kaufe mir da dann auch gleich das 20.000 Euro Feature. Dann schauen wir, ob der BTC bei mir bleibt oder nicht. Ich bräuchte hier in jedem Fall ja mal einen Retrigger. Vielleicht sogar einen Maximalgewinn. Theoretisch würde der 3 Millionen zahlen. Weil sich im Zehntel auch sehen lassen könnte. Ich hätte damit ganz und gar kein Problem. Tut's. Vielleicht sogar. Ich bekomme ja mal Verbindungen. Ich habe auch ein paar extra Wilds. Aber auch so noch keinen Retrigger. Es müsste halt wirklich ein extra Scatter her. Und es kommt auch. Jetzt habe ich 4x statt eben den vorher gehabten 2x. Auf 4x gewinne ich in der Theorie auch doppelt so viel. Aber halt auch nur mit Verbindungen. Ende der Sorte hätten wir mal. Jetzt vielleicht noch ein Tor. Oder das nächste Minus-Feature. Steht man ja viel besser als ein Gewinn. Naja, mindestens BC Games Meinung nach. Ich habe da jetzt nicht allzu viel Spaß gehabt. Ich probiere mich vor dem letzten Bonus aber noch einmal an ein paar Spins. Mit einem garantierten Scatter oder zwei könnte ich auch einen Bonus kriegen. Mit drei Walzen für einen Drop. Der sogar kommt. Das ist ja dann mal gar nicht so schlecht. Ich habe einen Aspinden Bonus gekostet, hätte mich sonst um die 20. Jetzt sollte, gute Kollege, aber einfach auch mal 20 zahlen. Mit den Verbindungen wird es aber dann doch recht wenig. Ich meine, ich habe Dead Spins oder halt schlechte Placements. Ein Retrigger nehme ich trotzdem, wenn 4x sind besser als 2x. Zu guter Letzt aber auch sowohl Combos. Ich bekomme in dem Bonus nämlich das nächste Minus-Feature. Ausspucken tut's. Ein Sechser. Den Sechser kann und werde ich jetzt noch in ein paar Spins investieren. Vielleicht kommt ja noch ein zweites Feature. Sonst kaufe ich mir zu Ende noch ein reguläres, eben für 20. Weil es schon eins sein könnte. Ich hab aber nichts. Naja. Einen Aspinden Bonus hat man. Ein zweiter kommt jetzt. Eine Walze hätte ich. Und die nützen wir auch. Also die Spins sind echt nicht schlecht. Ich habe mir jetzt zwei Freispiele erspinnt und das eigentlich für kaum einen Einsatz. Das bräuchte ich so langsam, aber auch mal ein gutes. Besser als so mein vorheriges ist es ja schon. Das mit den Retriggern soll aber wohl nicht sein. Ich bin bei 2x, ich bekomme in dem Bonus wohl auch kaum mehr als 2x.
echt schade, dass ich im wohl 5. oder 6. Bonus auch nichts krieg. Ich hatte halt 6 Negative in Folge. Die allermeisten davon sind halt auch übel schlecht. Ich bekomme genau 6 zurück und ist bei einem 20.000 Euro Bonus runter auf 20. Und werde ich mich also noch an ein paar Spins probieren. Wenn auch wohl ohne einen Bonus. Oder vielleicht doch mit einem. Bei den Drops hatte ich jetzt ja immer ein Feature. Bräuchte also hier auch noch eins. Das nicht kommt. Ja. Eine Chance habe ich ja noch. Die schauen wir uns an. Dann werde ich wahrscheinlich auch abhauen. Wobei das mal mindestens interessant aussieht. Mit vielen Wilds und Verbindungen könnte es auch gut zahlen. Gut ist sogar, ich habe eine Full Line auf 4x, ein paar Lines auf Kings, das sind 8. Ist nicht wirklich extrem viel, ich dachte, es wäre ein bisschen mehr. Vielleicht käme mal mindestens noch ein extra Tor. Oder? Auch nicht. Verlieren ist ja sowieso immer besser. Ich meine, ich habe einen 9er über. Für den 9er werde ich mir keinen Bonus kaufen. Falls ich mir noch einen Spin ist es so, falls nicht, dann halt nicht. Ich hätte hier noch ein paar Chancen. Immer noch wohl kaum relevante. Es müssten halt fast schon 2 Scatter her. Und das war's dann auch. Cheers.